Nasskalter Morgen. Nur eine Handvoll Reservisten auf dem Platz. Tristesse auf Schalke. Jens Keller erledigt gewissenhaft seine Arbeit und scheucht die Spieler über den Platz. Seine Uhr auf Schalke tickt. Die Niederlage in Mönchengladbach hat das königsblaue Klima weiter verschlechtert. Wir hatten uns mehr erhofft und trotzdem stehen am Ende des Tages 0 Punkte zu Buche und ja, die Stimmung ist natürlich dementsprechend. Schalke fühlt sich wie in einem schlechten Film. Raus aus dem Pokal, in der Bundesliga schon 7 Punkte Rückstand auf Platz 4 im Kampf um die Champions League Plätze. Ein Aus in der laufenden Königsklasse gegen Basel und der Film setzt sich als Horrorfilm fort. Einzige Hoffnung, die an sich gute Leistung im Borussia-Park. Wir haben uns hier aufgebäumt und auch in Unterzahl gewehrt und daraus kann man dann vielleicht doch das eine oder andere Positive ziehen. Und das werden wir tun. Und dann gehen wir zuversichtlich in das Heimspiel gegen Basel. Es geht um alles oder nichts. Das gilt auch für den Trainer. Um sich zu halten, braucht Jens Keller einen Erfolg. In der Winterpause will der Verein über seine Zukunft entscheiden. Der Grund, dass Keller diese Gnadenfrist noch bekommt, liegt darin, dass die Mannschaft nicht den Eindruck macht, gegen den Trainer zu spielen. Der Trainer ist ja oft, wenn es nicht so gut läuft, der erste Punkt, wo man denkt, daran könnte es liegen, aber das sehe ich jetzt nicht so. Er stellt uns gut drauf ein und wir können gut mit ihm zusammenarbeiten, deshalb machen wir einfach so weiter und hoffen, dass es dann eine positive Entwicklung gibt. Bei einem Scheitern gegen Basel gibt es wohl kaum noch Argumente, die für Keller sprechen. Auf Schalke wabern längst Gerüchte um mögliche Nachfolger. Ein Kandidat sei Thomas Schaaf, heißt es. Aber ebenso fallen die Namen Armin Fee, Christian Streich, Thomas Tuchel oder Stefan Effenberg. Eines ist klar, eine ruhige, königsblaue Weihnacht wird man im Club nicht haben.